würde Ihnen die Sonnenblumenkerne empfehlen. Die enthalten unheimlich viel Magnesium, 395 Milligramm Magnesium auf 100 Gramm Sonnenblumenkerne. Und Magnesium ist ja was, was immer empfohlen wird für den Sport, um Muskelkrämpfen vorzubeugen. Also auch da ist man mit Sonnenblumenkernen immer gut unterwegs. Sie können es für Salate zum Anreichern nehmen. Man kann aber so Sonnenblumenkerne auch in ganz viele Teige mit rein verpacken und rein verarbeiten. Auch in den Fleischteig beim Burger passen sie gut rein. Machen Sie was knackig.